und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video möchte ich mal den Begriff der Anderskosten klären. Und zwar, wenn wir uns mal verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Aufwand und Kosten. Hier gibt es diverse Videos von mir, schauen Sie bitte hier. Hier haben wir den Aufwand und hier haben wir die Kosten. Aufwand zerfällt in den neutralen Aufwand und den Zweckaufwand und die Kosten zerfallen in die Grundkosten. Hier sind sich also der Finanzbuchhalter und der Betriebsbuchhalter einig und in die kalkulatorischen Kosten. Und dann gibt es diese sogenannten Anderskosten. Und Anderskosten bedeutet einfach nur, dass es einen entsprechenden Posten in der FIBU, in der Finanzbuchhaltung, wo der Begriff Aufwand hingehört, auch gibt, aber in der Kostenrechnung anders bewertet wird. Anderskosten heißt also anders bewertet. Beispiel. Abschreibungen sind klassische Anderskosten. In der FIBU, wo der Begriff Aufwand hingehört, haben wir Anschaffungsauszahlungen von 10.000 Euro, 5 Jahre Abschreibung, wir schreiben linear ab, jedes Jahr 2.000 Euro. In der BIBU, der Betriebsbuchhaltung oder auch Kostenrechnung, schreiben wir auf der Grundlage der Wiederbeschaffungswerte ab, denn hier dürfen wir realistischer planen, weil die BIBU ja nur für uns selber ist, während die FIBU gesetzlich vorgeschrieben ist. 5 Jahre, da sind wir uns einig. Der Abschreibungsbetrag beträgt aber hier jährlich 2,4. Dann haben wir 400 Euro Anderskosten, die durch eine andere Bewertung in der Kostenrechnung entstehen. Anderskosten heißt also, es gibt einen entsprechenden Posten in der FIBU, nämlich die Abschreibung gibt es dort auch. In der BIBU wird anders bewertet. Wenn Sie sich für mich und mein Lernsystem interessieren, schauen Sie mal bitte unter www.spaßlerndenk. Wenn Sie sich für Lernhilfen interessieren, schauen Sie bitte unter spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.